Wann wird meine Rente im Oktober 2023 ausgezahlt? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich habe mal vor kurzem ein Video veröffentlicht zum Thema Änderungen Oktober 2023 und dort habe ich nochmal bekannt gegeben und dort in diesem Video habe ich kurz bekannt gegeben, wann im Oktober 2023 die Renten gezahlt werden müssen. Und ich habe dort gesagt, dass es der 31.10.2023 ist. Der 31.10.2023 ist, schauen Sie bitte hier, kann man vielleicht noch so ein bisschen erkennen, da wo die Maus ist hier, ist der Donnerstag, der 31.10.2023 ist ein Donnerstag. Meine Damen und Herren, jetzt haben wir aber folgendes Problem. An diesem Donnerstag, zeige ich Ihnen auch nochmal, haben wir in Deutschland einen Feiertag. Und zwar den sogenannten Reformationstag. Aber dieser Feiertag gilt nur für bestimmte Bundesländer. Ja? Also haben wir hier den 31. Oktober, das ist Reformationstag und der gilt dann für Brandenburg, Hamburg, Bremen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Schleswig-Holstein und Thüringen. So, jetzt könnte man natürlich sagen, ja, wenn das, der 31. Oktober, ein Feiertag in den genannten Bundesländern ist, dann kann ja dort die Zahlung der Rente nicht erfolgen. Aber der Reformationstag ist kein bundeseinheitlicher Feiertag, der auch gleichzeitig nach dieser Übersicht der Feiertage in Deutschland geschäftsfreien Tage der Bundesbank, der Deutschen Bundesbank ist, sein. Das heißt also, wir haben spezielle Feiertage, die in der gesamten Bundesrepublik als Bankfeiertage gelten, wo nichts passiert. Da werden keine Überweisungen vorgenommen, gar nichts. Ja, da ist auch kein Schalter offen. Das wäre zum Beispiel am 25. Dezember, am 26. Dezember, 1. Mai, Christi Himmelfahrt, Pfingstmontag und so weiter. Aber da steht hier, ja, Sie sehen es ja hier, da steht nichts von 31.10.2023. Genau das ist der Knackpunkt in der Antwort, die ich Ihnen überweisen oder Ihnen mitteilen möchte. Wir haben den sogenannten EMZ, den sogenannten elektronischen Massenzahlungsverkehr. Und dieser elektronische Massenzahlungsverkehr ist an bundeseinheitlichen Feiertagen sowie am 24. und am 31. Dezember grundsätzlich geschlossen. Also da passiert gar nichts. Aber an regionalen Feiertagen ist der EMZ bundesweit in Betrieb. Das heißt also, nach meiner Rechtsauffassung verbleibt es für die Zahlung der Renten, der gesetzlichen Renten in Deutschland, am 31.10.2023, das ist ein Donnerstag, auch wenn in bestimmten Bundesländern genau an diesem Tag, am Reformationstag, die Banken geschlossen haben, wird doch genau an diesem Tag dann bundeseinheitlich die Rente auf die Konten der ca. 20 Millionen Rentnerinnen und Rentner in Deutschland überwiesen werden. Denn anders geht das auch nicht. Man kann nicht praktisch für die genannten Bundesländer, wo der Reformationstag ist, einen anderen Fälligkeitstermin machen. Das ist technisch totaler Irrsinn. Und für die anderen Bundesländer, wo wir gar keinen Feiertag haben, wie zum Beispiel in Bayern, Baden-Württemberg und in Hessen, gibt es dann die Rente am 31. gezahlt und für die genannten Bundesländer mit einem Reformationstag würden die Renten am 30.10. gezahlt. Das ist Blödsinn. Meine Damen und Herren, bitte nicht vergessen, wir haben am 1. November in Allerheiligen, Baden-Württemberg, Bayern und so weiter. Das heißt also, dieser Tag ist auch ein Feiertag, aber er ist eben kein Bankfeiertag im bundesweiten Sinne, sodass praktisch es dabei verbleibt, dass die Renten vorschüssig und nachschüssig am 31. Oktober 2023 für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland gezahlt wird. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.